Ich versuche es ja voll einzuforcen, um die Runde einfach zu klatschen. Ich gehe mal A durch. Second mid one. Almost second mid. Alright. One is mid. Das ist auch easy. So, Entschlossenheit siegt. Nice. Oh, stimmt ja. Die sind ja jetzt wieder so süß. Nein, Gisela. Gisela! Hey, Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum neuesten CSGO Matchmaking. Auf Inferno. Ich gehe mit jemandem auf B. One Banana. He's coming. Ah, ja, ich habe richtig Bock, hier noch ein dickes Spiel einzufahren. Also vor allem mal wieder einen schönen Win, weil die letzten Spiele ja die Tab und B so kacke waren. Immerhin scheint mein Team angenehm gut zu sein. Oh Gott. Ich hoffe, das bleibt auch so. Also auch während schlechten Zeiten. Ihr wisst ja, das wahre Ich zeigt sich ja erst dann, wenn man verliert. Dann seht ihr, wie scheiße oder gut die Mitspieler. Oh Gott, habe ich gerade gefordert. Ich habe... Two in front of B. One by side. I go away. Ja, 63 habe ich ihm gegeben. Also dem vorhin. Schade. Ich hoffe, ich kann hier einiges aus dem Spiel rausholen, denn die letzten zwei, Aufnahmen waren richtig schlecht. Also natürlich vom Team her. Ich hatte richtige Hundeböcke. Aber meine Eigenleistung war deswegen auch extrem fucking bad. Also es war wirklich unnormal. Ich kann so unglaublich oft zuerst die Fresse treffen. Mit der Pistole wohlgemerkt. Und dann nichts mehr. Da drin bin ich echt der König. Naja, wir haben jetzt ja einen Full-Buy, das heißt, wir haben eigentlich no chance against us. Ich nade deep rein und Molly dann noch, close. So wie die scheinbar auch. Geh hoch und warte mal ab. Kreis in front of B, steps, Banana. Kommt her. Smoking B. Oh, es kam direkt der dritte noch von hinten. Ich dachte kurz, wow, vielleicht kann ich den zweiten auch noch holen. Eigentlich First Kill und dann sofort weg. Ich konnte es einfach nicht sein lassen. Naja, 2 gegen 2, das müssten sie doch irgendwie schaffen. Die Bombe liegt. Was macht denn? One the City. Was macht denn Purple, Mann? Purple, hurry. Orange got the fuse, easy. Nice. Komm schon! Nice. Alter, er hat alleine diese Runde geholt. Wir hätten fast wegen Purple die verschissene Runde verloren. Es war ein 2-on-2. Und Purple kommt nicht. Also wirklich, sowas ist unglaublich dreist. Vor allem, weil das eine ultra wichtige Runde. Wir haben gerade frisch gekauft und so. Da kann er doch nicht so eine Scheiße machen, der Vollidiot. Wie? Oh nein. Er schießt mich durch die scheiß Kisten ab. Fuck. What the fuck, wir machen eine Eco und er droppt mir eine AWP. Okay, Dima. Two coming. Banana. Ich hatte noch Scheiße, der Kollege ist gestorben, es muss doch einer jetzt close sein. Auf einmal kommt ihr um die Ecke, shit! Das sieht ja doch ganz gut aus im Moment, also 2-4. Wobei ich nach wie vor sage, dass es auf jeden Fall eine City-Map ist und wir müssten hier eigentlich schon 4-2 stehen. In front of Coffins. Planted on B. Okay. City last. He's tagged. Minus 24. Ugh! Nice try. Der muss ultra low gewesen sein, wenn der Kollege ihm 50 gibt und ich ihm nochmal 24. Also die kommen zu krass durch, die sind einfach so hart. Und passt mal auf, wie eklig es wird, wenn wir dann bei T sind. I would say force. Dieser Purple, das ist echt ein Dödel. Boost me, du lobst mich ja, UP, das ist so einer. Das ist echt so einer, der sowas sagt. I'm gonna stay here. I'm CD now. Library's down. Bomb is A, I think. Or is it B? Okay. Yeah. I go apartments. One is mid. Oh Gott, brumm doch nicht so rum, du Dödel! Where is he? He's at pit. Okay. Oh, your mic is picking up there. There's no time. Fuck. Was ist mit seinem scheiß Mic los? Hätte ich früher gewusst, dass der im behinderten Pit hockt, hätte ich die Runde noch gewonnen, verstehst du? Aber er... Es sind gerade echt eben starke Momente dabei hier bei mir und ich kann es nicht umsetzen. Ich kann keinen... Oh, stimmt ja! Die sind ja jetzt wieder so süß! Two Banana. Nein, Gisela! Nein, Gisela! Molly's and Nate's on B. One on B. Nein! Komm, Jungs, es holt ihr, bitte! Nein! Scheiße, das soll sie nicht! Fuck! Oh, eine Neon Noir! Ach gut. Wieso passiert hier? Shift. Dieser Tima, es ist so ein Bock. Er labert die ganze Zeit und kriegt nichts gebacken. Die Leute sagen schon, Tima, bitte sei still. Und er... Es ist einfach wieder so, wenn ich ganz oben bin, dann stimmt was nicht. Dann ist das ganze Team einfach schlecht. Und ich bin der Anführer der Schlechten. Super. Praktisch die Schlechtheit in Person. Guck mal, 3 auf B. Geht's los hier bei euch? Hallo? Es geht... Oh nein. Warum geht denn keiner von euch Apartments? Ah, Orange geht durch. Sehr gut. Wenn wir ultra langsam spielen, dann geht's.
Also, bis auf Orange, der rennt halt vor, aber dann geht's trotzdem. Oh shit. We need one more on B. Ich muss grün gleich, blocken. What the fuck? Ich kann da nichts hören. Das ist, das hat so viel Bass. Where is he? Nice. Hat er gut gemacht, der Junge. Hat er gut gemacht. Gut, ich gehe jetzt grundsätzlich mit auf A. Wenn die Gegebenheiten hier von den Spots auch direkt geklärt sind und jeder weiß, wo er steht, dann ist es auch nochmal was ganz anderes. Aber wenn wir das erst in der 12. Runde raffen, dann ist da keine große Chance noch irgendwie, also jetzt hier bei City, noch irgendwas zu reißen. Zumal jetzt der eine direkt gestorben ist. Ne? Ich gehe mal rüber, aber das werde ich nicht rechtzeitig schaffen. Nice. Jetzt ist halt Orange auch schon geschoben. Das heißt, die können auch noch hinter uns kommen. Ja, ja. Ja, genau das meine ich. Wenn einer direkt bei Apartments durchgeht und der Mitte-Spieler auf B schiebt, dann ist Mitte komplett frei. Dann können die von Mitte auf A-Short oder auf A-Lang und dann durch City und so weiter. Klar sind wir hier kein eingespieltes Team und da macht halt jeder, was er will. Aber wenn ich Mitte stehe und die Leute sagen, an, es ist B, dann gucke ich, wo mein A-Spieler ist. Und wenn er bei Apartments, durch unsere Apartments und Tier-Apartments am T-Spawn ist, dann würde ich eher durch Mitte verschieben, anstatt durch City. Weil die ja sonst von überall kommen könnten. Ich hätte als verantwortungsvoller Betrachter der ganzen Situation halt einfach sagen sollen, ich gehe Mitte. Ja, ich weiß, das stimmt. Einer ist ausgetimed. I'm gonna rotate to B. At least one should... Oh, okay. I got mid. Wait for me. I'm gonna banana. Hallo, wait for me. Wisst ihr, was warten heißt? Banana's down. Diffuse down. Ach, das wird doch jetzt nicht etwas schon wieder los. Das kann doch nicht sein. Das ist wirklich Unfähigkeit von uns im Gesamten. Also wir sind einfach sehr schlecht. Wir gewinnen nur ganz wenig Gunfights. Und die Aufstellung ist natürlich auch für den Arsch, ne? Wenn ständig jemand irgendwo rumtingelt. Drei auf B gehen, nur zwei auf A. Bump down mid. Need help. Just one. Er drückt mir einfach den Headshot rein, dieser... Pisspantoffel, ey. Hätte ich lieber auf Zeit gespielt. Letztens im Stream war es ein Win. Dann habe ich mit Wall noch zwei Wins gemacht. Also ich habe jetzt wieder drei Wins im Rücken. Und jetzt haue ich hier so ein Kackspiel rein. Also es geht ja von meiner Eigenleistung her mittelprächtig. Aber 11 zu 3 ist ganz schwierig rauszuholen. Wenn sie den Bo- Ah, die haben keinen Bob mehr, alles klar. Wir müssten einfach noch vorsichtiger spielen. Oder hätten vorsichtiger spielen müssen. In dem Moment, wo ich die Bombe down hatte auf Mitte, hätte der B-Spieler sich sofort verbuddeln müssen. Solange man zu zweit gegen einen spielt und man die Bombe hat, ultra hardcore defensiv. Wenn man da wiederum alleine ist, ja, muss man halt überlegen, was besser ist. Rechnet er jetzt mit mir, rechnet er nicht mit mir? Wie hole ich jetzt am besten für mich den Vorteil raus? Wobei Abwarten an sich eigentlich immer die etwas bessere Wahl ist, weil man den Gegner ja auch unter Druck setzt dadurch. Orange ist ein dummer Kopf. Ein Dummkopf, wie er im Buche steht. Das ist nicht normal. Muss ich halt auch vor, um die Situation jetzt irgendwie nutzen zu können. Zu viel Fokus auf Mitte gehabt. Fuck, ey. Ich hab grad echt eine Pechsträhne. Is gonna be? I got a plan. Cover me, please. Ah, oh, okay, you got the bomb. Es wollte einfach kein Headshot reingehen. Scheiße. Ich versuche es ja voll einzuforcen, um die Runde einfach zu klatschen. Ich gehe mal A durch. Second mid one. One more second mid. Orange. One is mid. Das ist auch easy. Und der Bomb. So! Entschlossenheit siegt. Nice. Let's go A fast. Together. We got first kill. Two kills on A. Go, 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 purple. One balcony, one short. Wo seid ihr denn? Kinder, verschissen doch mal. Das darf doch nicht wahr sein. Es ist, guck mal, jetzt sind sie da. 30 Jahre später. So, 3 gegen 1. Jetzt geht alle zusammen. Was macht denn Grün? Wir haben hier ein Retard-Team. Also Grün und Purple sind zurückgebliebene Vollidioten. Hast du das gesehen, was Purple macht? Gegner? Ja. Blau, du blockst mich zwar manchmal, aber du sagst es, Blau. Wir müssen jetzt hier mal ein bisschen was reißen und nicht immer nur scheißen. Ist eh clear, Green? One spot is down. Nice. I got a plan for short. Cover me, please. Ah, oh, fuck. Can you drop, please? I need a little drop. Green, drop, please. Greeny beanie. Thanks. Danke für nichts, du Vollidiot. Er hat 7000 Trillionen Dollar und er gibt mir eine Ump. Den besten Spieler der Welt. Gibt er eine Ump? Dem Hühnchenbesitzer des Jahrhunderts? Praktisch den besten Mensch der Welt? Gibt er eine verschissene Ump? We need to make pressure on A. Nice, let's go fast. One balcony. Balcony one, purple. Purple! There's no way he's getting to be. No! God! That was lucky. Gott, bitte! Mach doch irgendwas! Die Gegner wirken doch nicht mal gut.
Hier kann man doch alles rausholen, was wir wollen eigentlich, oder? Oh, das ist ja jetzt wirklich so ein Spiel, bei dem ich, denke ich, mit Fug und Recht sagen kann, wenn ich nicht da bin, dann läuft es wahrscheinlich nicht. Ich heb mich ungern in die Höhe, das wisst ihr ja. Dima ist einfach ein Hundebock. Er ist der Letzte und droppt die Bombe. Ah, wisst ihr was? Ich habe Prime nicht angehabt. Ich hasse mich. Ich hasse mich! Ich war immer Only Trust. Weißt du, wo du auch so Fickgesichter hast, die halt ein gutes Trust-Level haben, aber kein Prime und einfach nur behindert sind. Einfach immer Prime anschalten. Dazu. Es ist ein bisschen dumm beschrieben, aber Prime wird dazu hinzukommend angeschaltet. Prime ist dann noch mit an. Hey, looks good, guys. I can stay library. Oh no. Komm her, du kleiner Sack. Nee, nix da WP. Das war das Gegenteil von Well Played. Ich will jetzt bitteschön Hardcore Rank sehen. Dass die alle die... Dima war unranked. Genau das meine ich. Meine Schuld, ich habe das scheiß Prime nicht an. Ich mache jetzt direkt noch eine Aufnahme mit Prime. Passt auf den Unterschied auf. Bemerkt ihn, diesen Unterschied. Ja, bemerkt ihn. Okay, gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Ciao.